Ich habe hier am Kanal ja schon die eine oder andere Säge vorgestellt und immer wieder kommt die Frage rein, kannst du mal was über die Opinel-Säge sagen? Selbstverständlich kann ich das und ich tue das ganz gerne. Und wenn du noch ein paar Sekunden mir Zeit gibst, ja, dann erkläre ich dir, was das Teil kann. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Irgendwie ist heute Flugtag. Die Flieger, die Flugzeuge fliegen über mich hinweg. Ist ganz einfach so. Schau mal her, da ist sie nun, diese Opinel-Säge Nummer 12. Die gibt es auch in einer größeren Version als Baumsäge. Die hatte ich auch einmal, habe aber verloren und nie das Bedürfnis, die nachzukaufen. Die größere, aber das kleinere Teil sozusagen, wobei klein ist jetzt auch vielleicht der richtige Ausdruck, die mag ich sehr, sehr gerne und habe ich seit vielen Jahren im Einsatz. Schauen wir es uns Schritt für Schritt an. Holzgriff, der ist auch schön, also schau mal her, den kannst du richtig schön greifen. Das ist, da hast du was in der Hand. Das macht auch richtig Spaß für ermüdungsfreies Arbeiten, absolut top. Dann der Verschluss, ja, so wie wir das von Opinel kennen und lieben gelernt haben, ich zumindest. Also ist jetzt einmal so arretiert. Im geschlossenen Zustand kann nicht aufgehen. Verschluss aufmachen, die Säge aufmachen und wieder arretieren. Dann ist ja auch das Sägeblatt arretiert. Das heißt, das ist super gemacht, so wie wir das von Opinel kennen. Bei den Messern sozusagen. Feuerstahlbedienung ist möglich, würde ich aber nicht in diesem Zustand machen, weil sich das Sägeblatt doch leicht verbiegt, dazu komme ich dann nachher auch noch, sondern Feuerstahlbedienung ist zum Beispiel im geschlossenen Zustand überhaupt kein Problem. Oder wenn wir zum Beispiel Rinde abschaben wollen, geht das auch ganz gut. Warum will ich das tun? Weil ich vielleicht die Borke wegarbeiten will, um dann aufs Cambium zu kommen. Alle, die bei meinem Nahrungskurs dabei sind, wissen, dass man daraus einen Mehlersatz oder etwas zum Mehlstrecken ernten kann, ist ganz einfach so, ist so. Gut, dann zur Säge selbst. Also, den meisten Zug hast du beim Zug, also beim Herziehen, beim Herziehen hast du den meisten Zug. Ich glaube, ich kann ja nicht Französisch, aber da steht so irgendwas drauf, ja, ich weiß nicht, vielleicht kann das irgendwer. Wie viele Flugzeuge kommen da noch? Was ist da los? Das ist absolut irre, ja. Coupé 130. Da ich nicht einmal Englisch vernünftig aussprechen kann, Französisch geht es ja überhaupt nicht, kann ich dir nicht genau sagen, was da eigentlich los ist. Ja, weiß ich wirklich nicht. Aber was ich als Erfahrung sagen kann, dass der meiste Zug beim Ziehen tatsächlich entsteht. Sie ist im abgestorbenen Holz genauso gut möglich wie im frischen grünen Holz. Das ist alles super. Wobei ich das Gefühl habe, ist jetzt nur so mein Gefühl, dass bei frischem Holz andere Sägezahnungen ein bisschen besser funktionieren. Ist nur so mein Gefühl, aber das macht die überhaupt nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Ich lobe sie in den Himmel, obwohl ich sie selbst nicht im Shop habe. Ich habe sie auf Amazon gekauft, gebe dir übrigens auch den Link, wenn du das magst. Was ich jetzt nicht mehr weiß, ob dieses Loch hier hinten für das Bändchen standardmäßig dabei war. Oder habe ich das selbst gebohrt? Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall praktisch, weil ich das immer mit Karabinern oder anderen Teilen irgendwo aufhänge, beziehungsweise wenn wir bei einem Training sind, hänge ich es gerne irgendwo bei einem Baum hin, damit es nicht am Boden liegt, weil dann kommt eben da ein Laub drüber und ich meine, schau mal her, das ist halt schwer dann wiederzufinden. So habe ich übrigens auch die Baumsäge verloren, die größere. Gut. Sie lässt sich leicht verbiegen, das heißt beim Arbeiten muss man ein bisschen aufpassen, die ist nämlich schon verbogen, ich weiß nicht, ob man das sieht. Wo man es erkennt, ist bei dem hier. Schau, ich kann die gar nicht normal einklappen, es geht sie gar nicht mehr aus, weil das ansteht. Da muss ich ein bisschen nachhelfen, weil ich sie eben schon verbogen habe. Ist das ein Problem? Nein, ist kein Problem. Ich finde die Säge absolut top. Du hast ein, man sieht schon, vielleicht ein bisschen schwerer als ein Kunststoffteil, dafür hast du aber auch gut was in der Hand. Also ist eine Säge, die ich hundertprozentig empfehlen kann. Also wenn du darüber nachdenkst, dir so etwas zu besorgen, Daumen nach oben. Gebt unten den Link auf Amazon. Leider gibt es die nicht bei mir im Shop. Ich würde die auch gern verkaufen, weil ich sie einfach genial finde. Aber ist einfach so. Schreib mal jetzt du einen Kommentar, ob du diese Opinel, nicht die Baumsäge, sondern diese Nummer 12 Säge selbst im Einsatz hast, was dein Einsatzgebiet ist, wie du das verstehst. Und ob du vielleicht eine Idee hast, denn ich weiß es nicht, ja. Kann man das Sägeblatt eigentlich wechseln? Bei der Baumsäge, wenn ich mich richtig erinnere, geht das. Bei der hier, ich weiß gar nicht, ist das möglich? Schreib mal einen Kommentar, das würde mich sehr interessieren. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen, da geht es zum Hirnshop, zum Nahrungskurs, wenn du magst. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao.